Herzlich willkommen zu meinem Grundlagenvideo Fotos mit dem Smartphone und du kannst das, was ich dir hier jetzt erzählen werde, zeigen werde, ganz unabhängig davon verwenden, ob du jetzt ein Apple iOS Gerät hast oder ein Android Gerät, zum Beispiel von Samsung, Huawei oder was auch immer. Wenn du eine Foto-App startest, diese App wirst du auf deinem Gerät schon fix installiert haben, wird immer der Beginn eines Fotos dort zu suchen sein, wo der Auslöser ist. Und der Auslöser, der startet dann die Belichtung einer Aufnahme und das, was du hier am Handy alles so einstellen kannst, darüber werden wir jetzt sprechen. Wie man auch einen Auslöser auf jedem Handy, auf jedem Smartphone findet, wirst du all die Begriffe, die wir jetzt hier besprechen werden, wirst du für jedes Handy, das es heute zu kaufen gibt, gut verwenden können. Ja, warum sollte man überhaupt ein Smartphone verwenden, wenn man fotografieren möchte? Dazu gibt es einen sehr guten, weisen Spruch. Die beste Kamera ist jene, die man immer dabei hat und das Handy hat man heutzutage immer dabei. Und eine schwere Spiegelreflexkamera, eine Systemkamera nennt man die auch, hat man natürlich nicht immer dabei. Vorteile sind hier mal ein größeres Display. Das heißt, ich habe auf meinem Handy ein großes Display im Vergleich zu anderen. Kann ich natürlich dann viel leichter erkennen, was ich hier fotografieren möchte, das Motiv erfassen, die Details erfassen. Wenn ich eine Systemkamera fällt es mir dann schwerer, das entsprechende Motiv dann genau dann herauszuarbeiten, das genau zu sehen. Und dann ein ganz wesentlicher Punkt ist natürlich der, dass Fotos, die ich mit dem Smartphone aufnehme, sehr leicht geteilt werden können. Man geht auf Teilen und kann dann schon das Foto in sozialen Netzwerken, WhatsApp, Instagram, Facebook und so weiter verteilen. Du wirst es sicherlich schon einmal probiert haben, mit deinem Smartphone Fotos zu machen. Und da wird dir vielleicht aufgefallen sein, dass es da sehr viele Einstellungsmöglichkeiten gibt, dass manches vielleicht sehr kompliziert ist bei dieser von dir auf deinem Handy vorgegebenen Kamera-App. Deswegen empfehle ich dir, google mal ein bisschen, schau mal ein bisschen, gibt es vielleicht andere alternative Kamera-Apps? Schau dir Bewertungen im Internet an oder auch hier bei YouTube, ob du da welche finden könntest. Also zum Beispiel Open Camera ist eine geniale Android-App. Und bei iOS gibt es auch eine Menge von kostenfreien Apps, die du dann verwenden könntest. Probier das einfach einmal aus. Ja, und jetzt zu ganz allgemeinen Tipps, die gelten natürlich jetzt allgemein auch fürs Fotografieren, aber natürlich auch für die Smartphone-Fotografie, Linse reinigen. Das heißt, schau, dass du mit einem Tuch dann deine Kameralinse, dann, die sich auf deinem Handy befindet, du hast in der Regel ja zwei, eine vorne und hinten, dass du die reinigst und dass du schaust, dass da keine Fingerabdrücke drauf sind. Und natürlich wesentlich beim Fotografieren, deine Kamera rückhalten. Wenn du profimäßig unterwegs sein möchtest, dann kannst du dir ein Stativ zulegen, das gibt es ab wenigen Euro schon. Da kannst du dein Handy dann aufbringen, also Stativ ist eine Halterung, auf der man das Handy eben dann befestigt. Oder versuche dann mit beiden Händen dein Smartphone festzuhalten, halte die Hände am Oberkörper, damit stabilisierst du dann ja auch mit deinen Händen und dem Oberkörper dann das Smartphone. Zum Beispiel bist du auf Urlaub, machst jeden Tag ein paar Fotos und am Abend gehst du das Ganze doch einmal durch und löscht gleich die schlechten Fotos. Du sparst einerseits damit natürlich einen Speicherplatz, aber vor allem hast du wirklich dann, bekommst du dann ein Gefühl dafür, welche Motive liegen mir, was mache ich da gut und wo habe ich vielleicht noch Verbesserungsbedarf. Schon vor dem Fotografieren sollte man sich überlegen, mit welcher Auflösung man fotografieren möchte und auch welchem Seitenverhältnis, das werden wir uns dann später gleich noch einmal anschauen. Bei der Auflösung geht es darum, dass ein Bild aufgebaut ist in verschiedenen Bildpunkten, die sogenannten Pixels. Und je mehr Pixels ein Foto hat, ein Bild hat, umso schärfer ist es. Das heißt, wenn ich hineinzoome, umso mehr Details kann ich dann darstellen. Und dieses Seitenverhältnis, über das wir gleich reden werden, wird immer angegeben in Breite mal Höhe. Und die werden wiederum natürlich in Pixeln angegeben. Ich habe hier ein Beispiel hineingegeben für eine Fotoauflösung 4032 x 3024. In der Regel habe ich hier in dem Fall mehr Bildpunkte, als ich es auf deinem Computermonitor zum Beispiel habe. Seitenverhältnisse bedeutet dann hier zum Beispiel 4 zu 3, 16 zu 9, 1 zu 1, dass die Bildpunkte dann in einem Verhältnis hier zum Beispiel 4 zu 3, dass es hier eben dann in der Breite mehr Bildpunkte gibt als zum Beispiel in der Höhe. Ja, im Seitenverhältnis 1 zu 1 quadratisch, das heißt, es ist dementsprechend dann die Seite gleich der Höhe. Und das wiederum hat dann seine Bedeutung, wenn du zum Beispiel Instagram verwenden möchtest, weil hier viele dieser Abbildungen, dieser Fotos, die heraufgeladen werden, in diesem Verhältnis 1 zu 1 dann eben dargestellt werden. Beim Seitenverhältnis 16 zu 9, ein Seitenverhältnis, das besonders häufig verwendet wird, wir kennen das aus dem Fernsehen, also die Videos werden alle im 16 zu 9 Seitenverhältnis aufgenommen. Das besonders geeignet ist, wenn wir Dinge im Querformat darstellen wollen. Das heißt, das Handy nicht senkrecht quasi nehmen, sondern quer nehmen. Gerade Landschaftsaufnahmen bieten sich besonders an, hier in diesem 16 zu 9 Verhältnis hier zu fotografieren. 4 zu 3 Format wiederum
sollte man vor allem verwenden, wenn man im Hochformat fotografiert. Das heißt, wenn du senkrecht dein Handy nimmst, dein Smartphone nimmst, dann sollte man in diesem 4 zu 3 Format arbeiten. Und dazu kommt noch, dass das 4 zu 3 Format sich auch dann anbietet, wenn ich mehr Pixeln verwenden möchte. Das heißt, die meisten Pixel, die größte Auflösung habe ich an und für sich, wenn ich Fotos mache, wenn ich im 4 zu 3 Format fotografiere. Bei deinem Handy hast du sicherlich die Möglichkeit, in der App dann entsprechende Neigungslinien. Du siehst hier so ein Gitter. Meistens ist das Symbol auf dem Handy immer dann so ein Gitter. Und wenn du das hier dann auswählst, bekommst du hier sogenannte Neigungslinien dargestellt. Und diese Neigungslinien helfen dann einmal festzulegen, halte ich mein Gerät, halte ich mein Smartphone schön waagrecht, bin ich gerade etwas schief zum Beispiel. Und vor allem, wie kann ich dann die Dinge, die ich fotografieren möchte, einteilen? Also hier habe ich zum Beispiel 9 solcher Kästchen, die kann ich dann schön erkennen mit diesen Neigungslinien und habe dann das, was ich hier habe, dann in die Mitte gesetzt. Bei manchen Kamera-Apps ist es so, dass ich dann einen zusätzlichen Hinweis bekomme. Ich habe hier zum Beispiel diese App dann, wenn ich eine schiefe Neigungslinie habe, wird sie mir hier weiß dargestellt. Und wenn ich sie schön gerade halte, wird sie hier zum Beispiel grün dargestellt. Das kann sich je nach Kamera-App, die du da verwendest, kann sich das dementsprechend dann unterscheiden. Je nachdem, wie du dieses Linienraster dann verwendest, kannst du eben dann für eine spannende Bildaufteilung sorgen. Ich habe hier diese Linienraster hier verwendet, habe hier zwei verschiedene Fotos und wenn du sie hier vergleichst, habe ich hier oben eine andere Wirkung als dann herunten. Herunten habe ich einen ganz anderen Eindruck, weil ich hier die weite Fläche des Feldes zum Beispiel habe. Wir kommen jetzt zu nützlichen Voreinstellungen und die können natürlich je nachdem, welches Handy du hast, welche App du verwendest, dann unterschiedlich sein. Ich empfehle grundsätzlich, die Displayhelligkeit höher einzustellen. Man kann sie sogar bei manchen so einstellen, dass man eine Autohelligkeit festlegt. Und das ist besonders dann wichtig, wenn du draußen fotografierst, wenn du bei Tageslicht fotografierst und du möchtest ja über deinen Such, über dein Display dann diese Motive besonders gut erkennen können. Also da empfehle ich dir wirklich, die Displayhelligkeit auf etwas höher zu stellen. Nächste Frage ist dann, wo werden die Fotos gespeichert? Wenn du das Glück hast, dein Handy zu haben, wo du noch eine extra Speicherkarte einfügen kannst, dann kannst du natürlich dann dementsprechend mehr Fotos dann fotografieren. Und da würde es sich dann empfehlen, nicht intern in dem Hauptspeicher alles dann quasi abzulegen, sondern dann auf einer weiteren Speicherkarte. Der Speicherbedarf deiner Fotos, das heißt, wie viel Speicher sie benötigen in deinem Handy, hängt natürlich auch von der Detailschärfe ab. Das heißt, je mehr Pixel du verwendest, umso du die Bilder speicherst, umso mehr Speicherbedarf hast du. Und das bedeutet dann auch zum Teil, dass du dann unterschiedliche Dateiformate verwenden kannst. Wenn ich beim JPEG-Format einmal bin, dann könnte man eine gute Bildqualität erzielen bei etwa 80 bis 100% der Qualität. Bei Android und iOS gibt es da eine Unmenge an Einstellungsmöglichkeiten. Hier unten habe ich zum Beispiel einen Verweis hier auf iOS, wo man dann einstellen könnte zwischen einer maximalen Kompatibilität. Dann werden die Bilder zum Beispiel in JPEG gespeichert und können dann zum Beispiel auch leicht auf einem Windows 10 PC übertragen werden. Also wir sind hier beim Punkt auch austauschen. Wenn du hier Bilder verschicken möchtest in hoher Qualität, dann wird das länger dauern, weil du ja mehr Speicherplatz benötigst. Dann sind wir beim Geotagging. Geotagging bedeutet, dass hier GPS-Daten in der Bilddatei, in dem Foto, in der Fotodatei gespeichert werden. Und das hat einmal einen großen Vorteil. Wenn du dir später diese Datei aufmachst, kannst du mit einem Zusatzprogramm dann ganz leicht feststellen und auslesen, wo du dieses Foto gemacht hast. Wenn man auf Datenschutz besonderen Wert legt, dann kann man natürlich dann schauen, dass man dieses Geotagging dann deaktiviert, also dass diese Ortsdaten nicht gespeichert werden. Und wenn du ein Foto weitergibst, kann man dann nicht feststellen, wo du dieses Foto aufgenommen hast. Du kannst den Fokuspunkt, das heißt den Punkt im Bild, der scharf gestellt werden soll, kannst du bei den allermeisten Apps und Smartphones, kannst du den manuell festlegen. Normalerweise entscheidet die Kamera, entscheidet deine App selber, was sie scharf stellen möchte. Du kannst aber dann ein bisschen nacharbeiten, indem du dann auf deinem Display, du schaust also durch dein Smartphone mit deiner Foto-App, indem du dann mit dem Finger auf die Stelle klickst, die du scharf gestellt haben willst. Ich habe das hier zum Beispiel mit dieser Trinkflasche gemacht. Ich habe drauf gedrückt und die Software meiner Kamera-App hat dann dafür gesorgt, dass der vordere Teil dann scharf gestellt wird und der hintere dementsprechend dann unscharf gestellt wird. Und mit diesem manuellen Fokus, so nennt man das, schaltet man quasi diesen Autofokus dann aus. Ich würde dir generell davon abraten, den Digital-Zoom zu verwenden. Denn was passiert beim Digital-Zoom? Es wird ein großes Foto gemacht und der Bildausschnitt, in den du hineinzoomst, der kommt eigentlich nur so zustande, dass ein großes Foto gemacht wird und der kleine Teil, den du scharf haben möchtest, wird dann ausgeschnitten. Hier ein Beispiel: Digital-Zoom.
und näher an das Motiv herangehen ist hier das Motto. Das heißt, statt dem Digitalzoom sich zu verwenden, wäre es sinnvoll, näher an das Motiv heranzugehen, wenn ich sie größer dargestellt haben möchte. Dann wesentlicher Punkt, die Belichtungskorrektur. Und da kann man die Belichtung des gesamten Bildes dann einstellen mit der sogenannten EV-Korrektur. Und je nachdem, wie es bei deinem Smartphone ausschaut, wie es bei deiner App ausschaut, kannst du die dann für das gesamte Bild dann einstellen. Ich habe hier das zum Beispiel so, wenn ich dann hineinklicke an einer bestimmten Stelle, dann erscheint dieses Menü und dann kann ich, wenn ich diesen Punkt hier rauf und runter ziehe, kann ich diese Helligkeit für das gesamte Bild dann verstellen. Wenn ich das sehr hoch einstelle, dann werden bestimmte Bereiche dann überbelichtet. Das ist für manche Menschen ganz vorteilhaft, wenn man sie fotografiert, weil dann Falten weniger dargestellt werden. Aber die Kunst ist eben dann, diese Korrektur dann, der Belichtung dann so einzustellen, dass eben eine gute Wirkung entsteht. Belichtungskorrektur mit einem manuellen Fokus schaffen. Deine Kamera arbeitet dann in der Regel so, wenn du in einen dunklen Bereich hineinklickst, wird dann das Bild insgesamt dann heller belichtet. Wenn ich das jetzt hier mal durchgehe, habe hier das Originalfoto, ich habe dann hier in einen helleren Bereich hineingeklickt, habe also manuellen Fokus dort hineingelegt und dadurch wurde dann, weil es hier hell ist, wurde das dann abgedunkelt. Man versucht dann das auszugleichen, dein Smartphone, wurde alles dann dementsprechend dann dunkler dargestellt. Dann habe ich hier in einen dunklen Bereich hineingeklickt und alles wird dann insgesamt heller dargestellt. Und da kann man sich dann überlegen, welche dieser drei Bilder dann am besten sind. Ich würde fast hier dann beim oberen Bild vielleicht bleiben. Nächster Punkt, Blitz. In der Regel sollte man immer ohne Blitz fotografieren. Du wirst mehrere Einstellungsmöglichkeiten haben, mindestens einmal drei vermutlich. Der Blitz entweder ganz ausgeschaltet, was ich dir empfehlen würde, dann automatischer Blitz, da entscheidet dein Smartphone selber, was passiert. Oder Blitz wird bei jedem Foto verwendet. Blitz bei jedem Foto kostet eine enorme Menge an Akku und bringt in der Regel recht wenig. Denn ein Blitz, ich habe hier ein paar Beispiele hineingegeben, die Wirkung eines Blitzes ist in der Regel auf eine Entfernung von etwa einem Meter beschränkt. Da wäre es sinnvoll, eine andere Art von Foto zu verwenden. Du kannst dann vielleicht einen speziellen Nachtaufnahmemodus zum Beispiel verwenden. Dann HDR, High Dynamic Range, eine geniale Neuerung der letzten Jahre. Bei HDR läuft das so ab, dass hier eigentlich dein Smartphone mehrere Fotos macht und die Software dann schaut, dein Handy schaut, was könnte zum Schluss das beste Bild sein und holt sich dann aus diesen vielen verschiedenen Bildern, die es macht, und deswegen dauert es auch zum Teil länger, so ein HDR-Foto zu machen. Schaut es dann, dass hier dementsprechend dann aus diesen mehreren Fotos dann ein gutes Bild dann letztlich entsteht. Dann Klassiker, Wechsel zwischen Haupt- und Frontkamera natürlich. Da gibt es dann in der Regel dann immer eine Taste bei dir in deiner App oder du wischst mit dem Finger zum Beispiel herauf und es stellt dann um zwischen dem Selfie, also mit dem Bild, in dem uns noch fotografiert, mit der Frontkamera oder mit der Hauptkamera zum Beispiel. Ja, wir sind am Ende des Videos angelangt und ich hoffe, dass dir diese Tipps zu den Grundlagen der Smartphone-Fotografie helfen werden. Wie gesagt, schau dir einfach die wichtigen Begriffe an, google sie und du kannst all diese Dinge dann sicherlich sehr geschickt an deinem eigenen Smartphone dann verwenden. Wir sehen uns wieder sicherlich bei einem nächsten Video.